für Kyburg kommt ran. 3 zu 4 aus Sicht der Gäste. Gut gesehen. Das ist der Hippe. Erstaunlich, wie routiniert die 20-Jährige immer wieder agiert. Der Ball steht relativ weit vom Netz weg und ganz spät erst streckt sie die Hand aus zum Lob. Im Fallen nimmt der Block den Ball ein Stück weit mit und er fällt direkt hinter dem Block runter. Jetzt aber Grit Müller über die 4. Irgendwann muss man ja mal durchkommen, aber es ist nicht leicht. Und sie werden arg strapaziert, die Außenangreiferinnen auf nächster Seite. Der war mit Ansagen schnell durch die Mitte und es klappt doch. Stefanie Karg darf mal einen Schnellangriff verwandeln, und zwar mit Nachdruck. 7 zu 3, ein Punkt noch bis zur nächsten technischen Auszeit, den wird Guillermo Galado abwarten, auch wenn sein Team hier jetzt dringend eine Auszeit benötigt. Aber den gibt's noch nicht, Saskia Hippe, Jump Floater ins Aus. Mit all ihrer Erfahrung. Naja, auch sie erst 24 Jahre alt. Aber im Vergleich zu Linda Helterhoff, der 19-Jährigen, hat sie natürlich schon einiges mehr an Routine zu bieten. Und da stand eine lange Blockreihe auf Filz Biburger Seite. Und die wird ausgespielt mit einem gelegten zweiten Ball. Ja, schon ein wesentlich zufriedenerer Alexander Weibel hier auf nächster Seite. Sein Team setzt offenbar doch einiges an taktischen und technischen Hinweisen um. Und diesmal packt der Block zu, sogar im Lock. 1,93 ist sie groß, kriegt den Ball nicht optimal oder verteilt sich beim Sprung und legt den Ball dann in den Block. Und Guillermo Gallardo nimmt direkt wieder eine Auszeit. Veränderte Vorzeichen jetzt hier in diesem zweiten Satz. Filz Biburg kann nicht anknüpfen an Durchgang Nummer 1. Hat Dresden ins Spiel kommen lassen, ins Spiel gebracht. Und die nutzen diese Gelegenheit, führen mit 5 Punkten. Völliges Missverständnis, ja, symptomatisch für die Leistung der Fünf-Bürgerinnen in diesem zweiten Durchgang. Die Annahme mit Mühe und Not senkrecht nach oben gebaggert und dann fühlt sich keiner zuständig. Ja. Nadja Jancewski bleibt da an Magda Kralikova hängen
Natürlich eigentlich der zweite Ball für die Zuspielerin. Schneller Überkopfschuss auf Stephanie Karg. Und die findet ein Loch im Block. 11:5 für Dresden. Kommt sie gerade so angeflogen, Magda Kralikova. Kann den Block nicht anschließen und zumachen. Wieder arge Probleme in der Annahme. Und jetzt haut Sarah Pietrausch an die Netzkante. Wechsel, Filz Biburg, Sarah Pietrausch geht, Johanna Bark kommt, die 26-Jährige, die vom VC Wiesbaden ins Niederbayerische gewechselt ist. Jump Floater, sehr scharf, mutig ins Ausgehen gelassen. 12:6 Dresden, Filz Biburg. Im Moment ohne Mittel, ohne Einstellung diesen zweiten Satz. Ja, das war Johanna Bark, gerade eben eingewechselte. Versucht es mit dem Sprungaufschlag, der landet im Netz. Nächster Fehlaufschlag. Ja, also das Niveau dieses Spiels hält nicht ganz das, was wir uns versprochen haben beim Duell Erster gegen Zweiter hier in der Frauenbundesliga. Aber das kann noch werden. Zweiter Durchgang, nachdem der Erste an Duisburg ging. Jetzt Dresden mit 6 Punkten vorne. Jump Floater von Kralikova. Und sie machen es über außen. Tatjana Zautis kommt durch. Nadja Jentzewski, so gut wie keine schnellen Zuspiele durch die Mitte. Die Hauptangreiferin springen fast ausschließlich leer. Daniela Lanner. Absehbar und schön zugemacht. Friederike Thieme, 1,87. Und Anna Smilo. Auch sie kann die 1,90 groß. Zu viel für den Außenangriff Filz Biburgs. Ja, sie müssen immer schwierigere Winkel spielen, die Angreiferinnen der Gäste. Weil der Block immer schon wieder gut steht außen, sowohl auf der 2 als auch auf der 4. Und deswegen reicht es nicht. 7 Punkte Führung Dresden. War zu retten, aber dann doch schwierig. Natalia Korobkova mit der einhändigen Abwehr. Der Ball hatte viel Drall. Das ging schnell. 16:8, technische Auszeit. Thank you.
16:8 die Führung für Dresden. Aufschlag Friederike Thieme. Annahmeprobleme Filz Biburg. Und die Chance für Dresden zum 17. Punkt. Sie macht ihn in Person von Britt Müller. Nein, da geht nicht allzu viel jetzt plötzlich in diesem zweiten Durchgang. Abgeschnitten die Leistung. Bringen kaum eine Annahme nach vorne. Und die Bürgerinnen, die jetzt auswechseln. Johanna Bark wird wieder ausgewechselt. Sarah Petrausch kommt zurück. Der ist lang. Den hat sie nicht gut getroffen. Zu weit unter den Ball geschlagen. Dadurch segelt er und geht weit ins Aus. Fast rotationsfrei und fast 3 Meter weit ins Aus. Jetzt mal ein guter Block für Spielburg. Es geht doch. Korobkova und Sautis. Gewesen, aber Marina Appels entscheidet sich für den Pass auf die 4, auch wenn sie schon auf der Position 3 selbst gestanden hat bei diesem Zuspiel. Mit Erfolg. Und dann war es natürlich die richtige Entscheidung. 8 Punkte der Vorsprung für Dresden. Sehr dicht. Aber gut gelöst, Britt Müller weiß, da kann keiner sein. Zuspielerin schon auf dem Weg nach vorne. Und hinten auf der 1 ist das große Loch. Und da legt sie den langen Lob hin. Guillermo Gallardo reagiert mit einer Auszeit. Der Argentinier versucht, sein Team noch mal nach vorne zu pushen. Hat den Satz noch nicht abgeschrieben. 9 Punkte der Rückstand. 10:19. Nein, Natalia Korobkova kommt da nicht richtig hinter den Ball. Für eine Linkshänderin immer schwierig, wenn der Ball nicht weit genug außen steht. Dann will sie auch noch Longline schlagen. Trifft nicht richtig. 20:10. Auch das passiert für Spielburg noch. Ein Ass. Vorne an Ass Milo. Der Kalifornierin mit dem blauen Auge. Aus Santa Clara am Südzipfel der San Francisco Bay gelegen. Stammend. Jetzt lobt Tatjana Zautis den Block an. Die sagen Dankeschön. Britt Müller und Steffi Karg freuen sich. Also ich glaube, Filz Biburg hat diesen zweiten Durchgang dann doch abgehakt. Schenkt ihn weg. Noch 3 Punkte fehlen Dresden. Guter Aufschlag. Ja. Verweigert die Annahme.